Ja, heute findet der goldene Oktober seine Fortsetzung. Das schlechte Wetter ist vorbei. Und damit willkommen, liebe Besucher, auf dem Wetter-Videotagebuch von Gelausen. Und hinter mir ist zu erkennen, warum man goldener Oktober sagt. Das Laub der Bäume, gerade dieses schönen Ahornbaums, verfärbt sich wirklich goldgelb. Das hat folgenden Grund. Nun, die Pflanzen reagieren auf die kürzer werdenden Tage, was dazu führt, und es auch auf die niedrigeren Temperaturen, die jetzt abnehmen, was dazu führt, dass der Saftstrom zu den Blättern der Pflanzen allmählich aufhört und das Blattgrün in den Blättern, das Chlorophyll, zersetzt sich. Das zersetzt sich auch als erstes und zurückbleiben dann die übrigen Farbstoffe. Das sind vor allem die roten und die gelben. Beim Ahorn sind es überwiegend die gelben und wie auch bei vielen anderen Bäumen, bei Linden zum Beispiel ist das genauso, aber auch bei den Buchen. Und daher auch der Ausdruck goldener Oktober. Wenn die Sonne dagegen scheint, das ist wirklich, wenn man hier sieht, einfach voller Anblick. Das Wetter ja auch passend dazu, strahlend blauer Himmel, was ein wunderschöner Farbkontrast auch ist. Temperatur nochmal recht angenehm, so bei 10 Grad und leichter Wind aus Süd. Und das bleibt uns auch die nächsten Tage erhalten, bis weit in die nächste Woche rein. Und dann könnte auch Nachtfrost wieder ein Thema werden. Und wenn der dann wieder voll durchkommt, der Frost, dann werden die Blätter auch sehr schnell abfallen, weil sie sich dann, der Frost bewirkt, dass sie sich dann letztendlich von den Zweigen lösen werden. Und mit dieser kleinen Information verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.